So, willkommen zurück zu Resident Evil Revelation 2. Im vermutlichen, aber was heißt vermutlich, ich hab's versprochen. Der letzte Part, egal was passiert. Also abgesehen von den zwei Bonus-Episoden. Müssen wir uns das. Nein, wir müssen uns das nicht nochmal angucken. Aber was hätten wir da machen können? Das verstehe ich nicht. Wir sind irgendwie vergiftet worden. Es war ja auch alles voller Rauch, aber keine Ahnung. Na, wo kommst du raus? Alex, komm raus. Jetzt geht's ja an den Kragen. Da haben wir sie. Warum hassen Sie sie so sehr? Und das noch hinterher. Scheiße, schnell weg. Sie zuerst. Oh ja, sie zuerst. Haben alle. Diesmal machen wir das wesentlich aggressiver. Du lehnst ab, was dir gegeben wurde. Und ich lehne dich ab. Wir haben genug Munition, wir schießen ja einfach. Wir lassen hier gar keine Chance. Mist. War mehr. War's das schon? Was haben wir jetzt wesentlich besser gemacht? Natürlich war's das nicht. Lass sie los, Alex. Lass sie los. Nein. Das war ihr Schwachpunkt, aber was ist mit Natalia los? Natalia, was machst du? Natalia? Nein. Bitte nenn mich Alex. Nein, zwing mich nicht dazu. Zwingen zu was, Barry? Ha ha ha!
Scheiße. Verdammt, Natalia. Unsere Rettung ist der Tod, aber nicht dieser. Wie jetzt? War's das jetzt? Wow! Scheiße! Das ist scheiße. Ja, Freunde. Ich würde sagen, wir haben es durchgespielt. Wir haben Resident Evil Revelation 2 komplett durchgespielt. Ein Projekt, was ich anfangs nicht machen wollte. Als ich mit Secrets of Grandia durch war, habe ich überlegt, was spiele ich als nächstes. Und ich habe gesehen, Resident Evil Revelation 2 kommt gerade raus. Und ich hatte auch irgendwie prinzipiell Lust auf ein Resident Evil Spiel. Bin aber dann doch eher Verfechter von den alten Teilen. Also von Rätseln und Herrenhaus und Resident Evil 1, 2, 3, Zero. Das sind meine Lieblingsteile der Reihe. Und 4 hat mir schon eher nicht so gefallen. Es gibt viele, die sehen das als das Beste an. Das ist nicht ganz so mein Fall. Für mich war das der Anfang vom Ende. Er war zwar noch ganz okay, aber da hat es schon in diese Richtung geschlagen. Ich finde halt einfach Zombies, die rennen können, sind No-Go. Oder No-Go jetzt nicht unbedingt, aber ich fand es einfach Atmosphäre. Also es hat an Atmosphäre verloren, wenn die Zombies dann plötzlich anfangen, auf dich zu schießen. Das sind dann wirklich eher Mutanten, wo ja die ganze Resident Evil Serie auch hingeht. Biowaffen und so. Also von daher ist es wohl auch ein bisschen dem Ganzen geschuldet. Aber wie gesagt, hab's mir dann jetzt doch mal geholt und jetzt bis hierhin gespielt. Und ich muss sagen, ich bin doch mehr begeistert, als ich gedacht hätte. Mit Revelation 2 wurden auf jeden Fall ein paar Versprechungen gehalten. Und zwar, dass die alten Resident Evil Fans auf ihre Kosten kommen, dass der Horror zurück ist. Es ist kein purer Action-Titel. Man erschreckt sich mal hier und da und es ist auch gruselige Atmosphäre. Die Story ist ganz nett. Gut möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es ist halt, ja, es ist spannend aufgebaut durch die Episoden. Aber das ist ja jetzt, wenn man sich das jetzt holt, sowieso hinfällig. Ein großer Pluspunkt vom Spiel ist halt, es ist schön lang. Wir kamen, glaube ich, auf fast 40 Parts. Es kommen ja noch 2 Parts. Den 2 Bonus-Episoden. Und ich würde sagen, was auch noch ziemlich gut war, ist halt im Vergleich zu früher einfach die Schauplätze. Es ist viel. Also es waren viel Abwechslung. Es gab das Herrenhaus, es gab die Kanalisation, es gab draußen dieses Krangebiet, es gab auch zwischendurch Rätselpassagen. Was gab es noch für Orte? Es gab diesen Turm, es gab den Bosskampf gegen Neil. Also es war schon ein gelungenes Spiel. Und man muss dazu sagen, das Spiel kostet auf Steam 25 Euro. Auch als Neupreistitel 25 Euro. Für die Länge ist das ein absolutes Schnäppchen. Wenn es bei einem Steam-Sale ist, vielleicht gibt es das für einen Zehner. Kann man sich überlegen. Ansonsten würde ich sagen, meine Bewertung. Was ist meine Bewertung? Ich möchte ganz gerne nach meinen Let's Plays ein kleines Bewertungssystem einführen. Bei Legend of Grandia habe ich das jetzt, Secrets of Grandia habe ich das jetzt nicht gemacht, weil das Spiel ist ja noch nicht fertig. Das wird ja auch weitergespielt, wenn es weitergepatcht wird. Aber Resident Evil Revelation 2 hat einen Metacritic von 79. Im Groben und Ganzen stimme ich dem zu. Ich würde aber vielleicht 77 sagen. 77% gebe ich dem Spiel. Weil die Monster gefallen mir nicht so. Ich finde es ziemlich lame, unsichtbare Monster zu machen. Das ist, weiß ich, hat mir nicht gefallen. Sind zwar nicht wirklich schwer, aber es ist halt einfach nicht gruselig. Es ist, man kann anders Spannung aufbauen. Und allgemein die Monstertypen. Klassische Zombies wären mir lieber in engen Räumen, die dann schön mal vor die, ja, keine billigen Jumpscares bitte, aber ein einfach gruseliges Szenario. Ich bin gerade überlegen, aber es klingt jetzt viel negativer als es ist. 77 ist eine super Wertung und ist auf jeden Fall das beste Resident Evil seit langem. Seit langem. Und dann schauen wir mal, was hier noch passiert, wenn die Credits gleich vorbei sind.
bevor ich mich dann gleich noch in die zwei Bonus-Episoden stürze. Capcom USA, Inc., Director and Brand Marketing, Lady Bosma, aha, John Daimonon, Mike Lynn, Alicia Kim. Sehen wir mal die ganzen Leute, die daran mitgearbeitet haben. In irgendeiner Art und Weise. Ansonsten würde ich sagen, klinke ich mich jetzt hier an dieser Stelle mal aus. Ihr könnt noch die Credits euch anschauen, die Menschenwürdigen, die dieses Spiel gemacht haben. Und ja, falls nach den Credits noch irgendwas passieren sollte, klinke ich mich einfach wieder ein. Und ansonsten sehen wir uns morgen und übermorgen noch zu Resident Evil. Und zwar die zwei Bonuskapitel. Wenn die beiden dann auch gelaufen sind, dann kann es sein, dass ein paar Tage kein Let's Play von mir kommt, von den anderen natürlich ganz normal weiter. Denn mein Headset gibt momentan den Geist auf. Ich habe das Logitech G930 und der eine Kopfhörer hat einen Wackelkontakt, das ist ein Funk-Headset. Also es wird ein innerer Kabelbruch sein, ich weiß nicht, wo der herkommt. Ich habe 139 Euro für das Headset bezahlt und es hat jetzt 5 Monate gehalten. Ich bin damit super umgegangen, ist nie runtergefallen. Deswegen habe ich jetzt extra möglichst viel aufgenommen. Ich wollte das jetzt in einem Rutsch durchspielen, da ich das dann alles rendern und hochladen kann. Dass ich das dann ganz gemütlich einschicken kann und dann hoffentlich schon wieder ein neues Headset habe, wenn die Parts hier gelaufen sind. Aber wundert euch nicht, die zwei Bonus-Episoden kommen noch. Wenn danach 1, 2, 3, 4, 5 Tage Pause ist, von mir zumindest, dann liegt das wohl daran. Und jetzt haben wir es doch geschafft, die ganzen Credits zu verquatschen. Danke fürs Spielen und dann sage ich gerne, nein, danke fürs Erstellen, weil es hat wirklich Spaß gemacht. Hätte ich so nicht gedacht. Mal gucken, vielleicht geht es ja wirklich mit der Reihe wieder aufwärts. Ein Schritt in die richtige Richtung ist es auf jeden Fall. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist Natalia. Also hat Alex es geschafft. Das heißt, da muss ja noch irgendwie ein Revelations 3 kommen. Episode 4, Metamorphosis. Ende. Anderthalb Stunden haben wir gebraucht, 4 Neuversuche, wovon einige da geschuldet sind, dass wir da runtergefallen sind. Aber habe ich da gerade eben den Erfolg schlechtes Ende gesehen? Gibt es auch ein gutes Ende? Also wenn es noch ein gutes Ende gibt, was man irgendwie erreichen kann, dann werde ich auf jeden Fall euch das zeigen. Werde ich nochmal bis dahin spielen und das halt dranhängen. Aber ansonsten, ja, würde ich sagen, war das jetzt mal ein etwas kürzerer Part und dann sehen wir uns morgen zu der Prüfung, der ersten Bonuskampagne und übermorgen dann zu Eine kleine Frau. Also, schaltet wieder ein morgen bei Resident Evil Revelation 2. Ich würde mich freuen. Bye bye.